Da gibt's nichts mehr, nur rechts, kurz vor Bill, ist noch ein Raum. Hätte ich mal eher lesen sollen. Shit. Ja, super. So viel zum Thema, ich kann irgendwas verbessern. Am Arsch. Hat er nicht gemacht. Cool. Das hält. Du hast gesagt, Werkzeuge gibt es hier bei dem Raum, wo da Bill steht. Da? Tatsächlich, es sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Tatsache. Also nochmal ran und jetzt überlegen, was ich crafte. Das ist ein guter Platz. Ein Waffenholster? Also ein Waffenhalfter für eine Langwaffe? Oder zweite Pistole? Oder mehr Munition? Hey, kein Problem. Allplayer. Als ich oben war, hast du gedacht, du hast kurz nicht aufgepasst und dachtest, ich hätte schon alles gemacht. Rückstoß. Ist alles nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Mache ich mir ein zweites Waffenhalfter. Das mit dem Durchwechseln ist halt immer echt anstrengend. Und wenn ja, für eine Pistole oder für eine Langwaffe? Oder mehr Magazinkapazität. Hier wäre es ja ganz cool, ne? Zielfernrohr. Komm hier. Sehr schön. Also das Waffenholster. Wie viel Schuss haben wir da jetzt? Zwei. Aber ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Jetzt hätte ich fast auf ihn gezielt, der hat uns wahrscheinlich richtig lang gemacht. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann. Da soll man den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Sind Ich beide pass super. auf. Beide super. Und die Kombination ist echt zum Lachen, ey. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Du würdest für Pistole ein zweites Waffenhalfter machen und dann alles in Schrot und Jagdgewehr stecken. Ja gut, dann ich habe jetzt nur die falsche Reihenfolge genommen. Okay, Zeit zu packen. Also, wie oft kommt es vor, dass ich im Fight die Waffen wechsle? Die Pistolen? Ja, die kommen schon. Also, vorhin ist es vorgekommen, ich gebe es zu, aber. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Ums Eck gucken. Oh Mann, Grabsteine, krass. Was? Das ist Na bei ihm komm, du musst Rennen. dir das nicht noch angucken. Ist doch nichts. Wenn du meinst. Fleisch für die nächsten Beeilen Wochen. wir uns. Erden für den Kopf, ach so. Ja. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Ja, dann wird's ja lustig. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Klicker, natürlich. Nicht nur einer.
Wahrscheinlich besser, wenn ich stehe, oder? Wenn die so rumwanken. Ja. Kann man die Pferde wieder aufsammeln? Bestimmt nicht, ne? Oh, ich hasse es. Klar! Ist ja nur eine Shotgun, warum sollte man da gleich beim ersten Schuss sterben? Komm her, komm her. Oh. Hatte ich gerade Blut in der Fresse? Wisst ihr, ich muss meine Munition hier. Oh, schön. Ich muss ja meine Munition verschwenden und er hat Free Shots und nutzt sie nicht aus, also, oder nutzt sie nicht. Ja, in sowas bin ich munitionsverschwenderisch, ne? Ah, man kann die Pfeile doch aufsammeln. Habe ich in einen anderen hingeschossen? Ach komm, der liegt doch hier bestimmt irgendwo. Super geschossen, ja. Ach, man kann nur manche Pfeile wieder aufheben. Ach, was? Okay. Ach, alles voll mit Klickern. Na, das ist ein Traum. Wenn ich ihn jetzt trigger. Schieß auf das Biest, komm. Ich will ja nicht alles alleine machen. Interessiert ihn gar nicht, sagt er. Können wir uns auch da durchsneaken? Ich glaube schon, oder? Die Frage, habe ich Bock da drauf? Da hinten ist schon der nächste, ey. Ich will nicht die ganze Munition verpumpen, ne? Dann laufen wir lieber. Geht leise, ist aber mega schwer. Okay. Gut, dann behalten wir uns die Schrotflinte für Notfall. Bin mir sicher, dass die Munition nicht auf Bäumen wächst. Weiter? Na dann los. Soviel zum Thema, behalten wir es für Notfall. Katzing, Katzing, beide auf mich aufmerksam gemacht. Passiert. Mist, verschlossen. Komm, sag mir, dass du einen Schlüssel hast. Kein Schlüssel? Okay. Lass mich raten, er liegt hier irgendwo rum. Ich habe einen Schlüssel. Er lässt sich auch bitten. Ganz ruhig. Gut, die sind ja jetzt nicht das Problem, glaube ich. Kann man notfalls noch verprügeln. Yeah.
Wie sie. Ganz leise. Das sind so meine Lieblingszombies. Zombies. Viel knapper kann es nicht werden. Weil die kann man so wegmachen. Das ist immer noch entspannt. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? So, manchmal lassen sie sogar was fallen, das ist sehr entspannt. Ja, schon wieder ein Klicker, ey. Lass doch mal den Mann in Ruhe hier. Zack, und auf die Fresse und rechts und links mit dem Rohr ins Gesicht. So. Warum muss ich eigentlich die ganze Scheißarbeit machen? Er hat doch auch eine Knarre. Mann, Mann, Mann. Mit der Shotgun fühle ich mich allerdings schon ein bisschen safer, ne? Safer. Saver. Er kennt's nicht. Wir schon weg. Da geht's jetzt wahrscheinlich weiter. Deswegen gehen wir erstmal da oben ins Haus. Schröd würde ich jetzt aufsparen. Ach Mann. Ach. Aber sie ist doch... Also ich nehme sie wirklich nur für Klicker. Die ist doch so gut. Die macht einen Schuss und der Gegner fällt um, wenn man halt vernünftig zielt. Bei denen kann man auch ein bisschen daneben zielen. Nicht so wie bei den Pistolen. Ja, blockt mich ja doch beide hier die Tür. Kann mit den Firefly-Anhängern eigentlich noch was anderes anfangen? Nee, wa? Ich gehe davon aus, dass hier keiner mehr ist. Jetzt hätte ich so schon rumkrakeelen hören. Geht's nicht hoch, okay. Aus dem... Oh, ich sowas hasse, ne? So. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch einen Fall erledigen. Ruhe, Klappe halten! Alter. War aber sehr aggressiv gerade. So. High Ground ist alles, würde ich sagen. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Und dann kommt einer, der gefühlt 10 Schuss Schrot aushält und du bereust, dass die Münde für die Klicker verschwendet hast. Oh Gott, solche Viecher gibt es jetzt auch noch? Naja, da freue ich mich ja schon riesig drauf. Das Problem ist, ich krieg die Klicker ja nicht wirklich anders schneller tot. Achso. Kümmer dich um die scheiß Klicker. Ich vergesse jedes Mal, dass man die Klicker nicht facen kann. Was total dusselig eigentlich ist, dass man die nicht totprügeln kann. Muss ich sie wieder alle tot machen, ne? Oh. Lächerlich. Ein Klicker mit Stein oder Flasche abwerfen und dann draufschlagen. Hat ja gerade nicht geklappt, so wirklich.
Hör doch auf zu zappeln, ey. Sehr schön. Das war eleganter gelöst, finde ich. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir müssen nochmal da rein. So. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! So, mehr gab es hier nicht, oder? Ich habe schon wieder vergessen. Hier war nichts. Könntet ihr bitte aus dem Weg gehen, danke. Einziger Weg, wo man hängen bleiben kann. Ich bleib hängen. Nein, nein, nein. Alles okay. Achso. Es ist alles okay. Ich gehe mal weiter. Ich schieße auch nicht auf das Vieh. Was zum Henker? Für alle, die mich noch nicht kennen, ne? Das ist typisch mein Glück. Die KI versagt auf voller Linie, ey. Das hätte jetzt echt nicht sein gemusst, ne? Ich muss dem seine Scheiße machen. Ja, richtig. Genau, das ist der Moment. Genau, Allplayer, das ist der Moment. Ja, was zum Teufel? Ist das ein Scheißwitz? Hier drüben! Hilfe! Ah, der hat jetzt auch wirklich mehr als genug ausgehalten, ne? Er schlägt vor allem den Penner und dann hört er auf einmal auf. Total sinnig. Total. Und ihr kennt's ja schon, wir gehen jetzt hier nochmal schnell rein und holen alles. In der Hoffnung, dass irgendwann mal die NPCs so klug sind, dass wir mal nicht sinnlos drauf gehen. Der hat mich schon wieder gehört, ne? Es ist da oben. Ist doch jetzt mal genug. Jetzt muss ich mich auch noch um alles selber kümmern, ne? Mein Bleirohr ist gleich im Arsch. Ungünstig. Hat die Alte was verloren, ne? Immerhin hat das Mädchen eine Flasche geworfen. Hat mehr geholfen als Bill.
So, vielleicht können wir jetzt mal. Den habe ich erwischt. Ohne zu sterben, einfach mal jetzt durchkommen. Wenn der Runner laut schreit, haben sie dich gehört. Ja, das habe ich gerade festgestellt, dass das passiert ist. Vor allen Dingen aus was für einer Entfernung er mich gehört hat, ne? War schon wieder nicht feierlich. Liegt da was? Ein Stein. Toll. Liegt da zufällig was auf dem Dach, bevor ich jetzt hier weiterlaufe? Krebelt doch noch einer rum. Da ist er. Er geht halt die Treppe runter. Und zieht mich dann. Ja, jetzt mach doch mal was für dein Geld. Ist wieder alles in Ordnung, ne? Meine Fresse. Hab ich den. Alter, hab ich den von der Treppe gekickt oder was? Holy shit. Trotzdem ärgerlich. Hat wieder nicht sein gemusst. Aber wir haben geguckt, ob hier irgendwas in dem Spielhäuschen drin ist, aber nee. Leider nein, leider gar nicht. Immerhin Heilung, dann ist es nicht ganz so ärgerlich. Kommen wir irgendwo rein? Nee. Alles zu. Alles zu. Wo ist der Runner? Da ist der Runner. Na, wo ist der Runner? Na, da ist der Runner. Genau, genau. Oh. Vor allem diese ganze Crafting-Ersatzteile-Kram bringt mir halt echt super wenig, wenn ich nicht diese scheiß Reparatursets finde. Und mit super wenig meine ich, es bringt mir gar nichts. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Was? Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Wie sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Gib mir doch jetzt einfach eine Waffe. Gib mir doch eine Waffe. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ich hätte lieber 30 Runner statt zwei von den Klickern, ne? Die Runner kannst du immer noch leichter wegmachen. Ja, im Haus sind auch welche. Natürlich sind im Haus auch welche. Gute ist, man kommt schon mal nicht nach oben. In dieser Stadt bekommst du kein Werkzeuglevel mehr. Oh. Vor allem für manche Sachen brauchst du echt zwei oder drei Stück für ein Crafting-Scheiß. Was zum Teufel, ey, das ist ja wohl ein Scheißwitz. Hier drinnen sind sechs Klicker, das ist noch ein größerer Witz. Jo. Solange die nichts bewachen, ist mir das relativ. Bin eigentlich erstaunt, dass ich noch auf keine knarrende Diele getreten bin. Das wäre auch so mein Favorite. Also auch so ein Ding, was mir öfters mal passiert. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Ich muss mir noch angucken. So. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan.
gehen wir rein. Moment. Komm, Ellie. Papa muss erst nochmal gucken, ob hier in dem Gartenhäuschen was ist. Ist natürlich leer, wie meine Brieftasche. Und nichts zum Öffnen. Die Werkzeuglevel behalte ich. Aber der hat mir doch die anderen Waffen rot angezeigt. Dass ich die nicht craften konnte. Oder habe ich mich da echt verguckt? Bin ich da schon wieder wie ein Vollidiot durch die Gegend gelaufen und habe mir das nicht richtig angeguckt? Mal ganz im Ernst. Ich finde auch immer lustig, dass man hier nur ein paar Schränke aufmachen kann, nicht alle, ne? Hey, Joel! Ja? Ich will gar nicht wissen, was du da schon wieder entdeckt hast. Ich gehe mal kurz hier hoch. Es kann doch nicht sein, dass ich das wieder nicht gerafft habe, ne? Wow. Ich schieb's darauf, dass ich viel zu viele Spiele spiele. Jetzt nochmal eine Waffenwerkbank, das wäre ein Träumchen. Mehr Gesundheit. So, Moment. Nur zur Sicherheit. Ja, ich weiß immer nicht. Ich bin immer so geizig mit den Materialien, auch wenn ich ja ständig loote, aber es gibt ja immer nicht so viel. Tagebuch eines Jungen. Ach Gott. 4. Oktober, jetzt ist es offiziell, die Schule bleibt bis zur Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Oh Mann. Also mir passt das ganz gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober, Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. Haha. 6. Oktober, Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihnen zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober, ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. Da habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober, ich kann mir schon vorstellen, wie er seinen Dad nie erlebt hat, nämlich verwandelt. 10. Oktober, letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karin ist tot. Das hatte ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober, Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober, da wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Was? Oh. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen würde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Ist das traurig. Wenn es um Tiere geht, ist immer am traurigsten, ne? 17. Oktober, es ist soweit. Dad sagt, wir werden bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ist so weit weg. Der arme Hund. Hey, hast du kurz Zeit? Oh, ab. Nicht jetzt, Ellie. Okay. Ich hätte schon Zeit. Warum nicht?